Seht her, sie lieben mich. Auf diese Botschaft, auf diese Bilder wird Donald Trump in den folgenden Tagen setzen. Seine Fans auf den Straßen, während er solche kleineren Wahlkampfveranstaltungen abhält. An diesem Montag der Auftakt im Bundesstaat North Carolina. Ansonsten wird viel in Washington selbst passieren. Verschiedene Redner sollen von nationalen Denkmälern zugeschaltet werden, möglichst live. Themen unter anderem Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Helden, der Stärke. Dazu ein Präsident, der auf Law and Order setzt. Anarchisten und gewalttätige Mobs randalieren in den Städten, die von Demokraten geführt werden. Sie greifen unsere Polizei an und reißen Monumente nieder, so sein Mantra. Reden werden auch Vizepräsident Mike Pence sowie Trumps Söhne und Töchter, allen voran Ivanka und natürlich auch die First Lady Melania Trump. Für Gesprächsstoff dürfte ihr geplanter Redebeitrag sorgen, Patricia und Mark McCloskey. Sie erlangten vor kurzem nationale Bekanntheit, als sie mit Waffen Black Lives Matter-Demonstranten in Schach hielten. Donald Trump plant am Donnerstag seine Rede im Garten des Weißen Hauses abzuhalten mit geladenen Gästen und grenzt sich auch damit von seinem Herausforderer Joe Biden ab, den er im Übrigen zu übertrumpfen plant, auch was die Größe des abschließenden Feuerwerks angeht.